Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake mit mir, Zeppoloni, Landquid Birdrider Person, mit Cloud Strife, dem Anführer der Gang, und Aerith Grindsborough. So, Aerith Grindsborough, schauen wir mal kurz, was du eigentlich so kannst und hast und vor allem Ausrüstung und Materia mäßig. Einen Stab, den Wachenstab. Gut. Betrillarmreif und dann kriegst du hier noch. Warum nicht, oder? Das passt schon. So, dann schauen wir mal. Du hast Gebet, Heileffektivität. Heileffekt winzig. Gebet anwenden. Aha, okay, verstehe ich nicht. Eis und Limit Vision. Hä? Ich hätte gern mehr Informationen zu dieser Materie, bitte. Limit Vision anwendbar. Und was macht das? Was macht Vision? Wer weiß. Naja, gut. Dann lernen wir ihr einfach noch heilen, würde ich sagen. Weil heilen. Oder erstmal behandeln, weil das hat noch keiner. Damit das ein bisschen hochgelevelt wird. Okay. Bam. Na dann. Ich versuche ein bisschen zuzuhören. Teilweise ist es schwer zu sagen, wo die Stimmen herkommen. Warte. Oh, oh. Bereit zum Ausstieg! Vorbereitung! Fertig! Formation! Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Kniegelenke. Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheinen was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Die Turks. Gehe den Turks aus dem Weg. Durch die Seitenstraßen. Gehe den Turks aus dem Weg. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen haben. Das perfekte Versteck also. Kommt hier niemand vorbei. Genug! Wo kommen diese Wesen? Wohl bloß her! Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Das ist nicht in deiner Vorstellung, glaub ich. Habe ich die schon gescannt? Ja, die Allesfresser kennen wir schon. Na dann hauen wir sie alle weg. Die sind ziemlich luschig. Jetzt ist wieder die Frage, die große Frage. Erstens, wie kann ich gleich nochmal meine Minimap anmachen? Ha, ich habe alle Tasten durch. Jetzt bin ich verwirrt. Gibt's hier keine Minimap? Ah, da ist sie. Okay, gut. Zweitens, welcher ist der richtige Weg? Wahrscheinlich der da, ne? Dann gehen wir erst da lang. Der Weg führt in eine Sackgasse. Gut. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. In eine Sackgasse will ich, das ist gut. Sackgasse bedeutet meistens Loot oder so. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht. Das ist eine blöde Sackgasse. Ich meine, da waren ein Stapel Türmchen, Kisten. Das ist nicht schlecht. Aber eine Schatzkiste mit einer neuen Waffe oder so wäre mir lieber gewesen. Wo lang? Da lang? Ah, hier lang. Warte mal kurz, dann gehe ich noch kurz da lang.
Okay, hätte ja sein können. Okay, ich drücke den Hebel. Du stehst daneben und schaust, ob ich es gut mache. Und? Lässt sich nicht öffnen. Schade. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herumlaufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Ich glaube, den müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bewegen. Es klappt! Okay. Ach so, wartet mal kurz. Eine Sache habe ich ganz vergessen. Stimmt. Ihre Waffe, da haben wir ganz viel WP zur Verfügung, ne? Können wir ein bisschen ihr Wattestäbchen aufbessern. Warum nicht? Machen wir schnell. Gibt's hier nicht einen Automatisch-Knopf oder so? Wird mir zumindest nichts angezeigt. Na gut. Dann machen wir es halt per Hand. Okay, passt. Ha, das sieht aber so aus, als wäre hier vor kurzem einer gewesen. Die Töpfe sehen sehr sauber aus und die Teller sehr eckig. die Töpfe klingen auch sehr eckig. Da ist wohl ein Stil hier einfach. Darauf. Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Moment. Warum existiert das hier? Hä? Ah. So. Optionaler Schatz, würde ich sagen. Yes! Schwarzreif. Schauen wir mal schnell, was das ist. Hä? Warum hast du denn da jetzt ein... Ach so, habe ich wahrscheinlich gerade... Hab gar nicht aufgepasst, was wir freigeschaltet haben. Haben wir überhaupt noch Materia? Ja, wir haben hier unten so viel Passive, ne? Geben wir noch einen Magie-Boost. Why not? Okay. Kiste. Moment mal, von hier sind wir gekommen, oder? Oder? Jetzt bin ich echt verwirrt. Sind wir hier runtergelaufen? Echt? Ja, wir müssen erst die Leiter hoch und dann... Ja, jetzt habe ich wieder Orientierung zurückgelangt. Gut. Wohnen hier noch Leute, die Glühbirnen leuchten hier? Vielleicht... Wenn hier mal jemand den Strom abschalten würde, müsste man nicht die Sonnen ausdrehen, nur damit man den Aufzug da oben benutzen muss. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Aha. Das Zentrum der Slums ist noch ein gutes Stück. Müllberg. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Bäh.
Lächerlich. Aber nur, wenn ich dir helfe, oder? Es ist auf. Genug. Es ist vollbracht. Aber wohin jetzt schon wieder, Mensch? Ah. Ja, so. Ich wollte gerade sagen, Sackgasse, Schatz, aber nee, Leiter. Boss-Arena? Das sieht verdächtig nach einer Boss-Arena aus. Warum würde man sonst so einen großen leeren Platz in einem Videospiel machen? Aber hier ist irgendwie gar nichts. Sehr seltsam. Na, dann gehen wir den anderen Weg. Ob wir hier später nochmal herkommen? Schon ungewöhnlich. Oh, Walker! Können wir da einsteigen? Bitte, sag mir, dass wir da einsteigen können. Ich möchte mit den... Das ist so Final Fantasy 5, 4, 3, 2, 1? Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar 6? Eins von alledem ist es. Das wäre so cool. Okay, da müssen wir lang. Dann gehe ich vorher nochmal da lang. Da ist verschlossen. Aber wahrscheinlich nur, das Spiel ist halt doch schon sehr linear, ne? Wahrscheinlich gehe ich jetzt dahin und dann heißt, hier geht's nicht weiter. Jetzt müssen wir oben durch das Tor, das gerade eben noch verschlossen war. Stimmt's? Oh, die dramatische Musik, wenn er den Hebel umlegt. Nein, es stimmt nicht. Na gut, okay. Dann nehme ich wohl alles zurück. Es bewegt sich! Ja, aber nicht mehr lange. Was bist du denn? Ein Vergifter auf jeden Fall ist er. Ein Smogger, jetzt verstehe ich. Ein Smogmog. Ein ziemlich ramponierter Roboter, nachdem er vom Shinra Energiekonzern ausrangiert worden war, startete er sein Autoreparaturprogramm, was aufgrund des Defekts jedoch nicht vollständig abgeschlossen wurde. Dies und der Umstand, dass der Roboter diverse Altstoffe vom Schrottplatz für die Reparatur verwendet hat, führte dazu, dass der gesundheitsschädliche Abgase abstößt. Oh. Ist das schon gefährlich? Da müssen wir aufpassen. Also nicht so gut, wenn die explodieren. Hey, hier gibt es so viel Wege. Ich bin total, so viel Leitern. So viele Sachen, wo man hin könnte. Ich bin total überfordert. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir anfangen sollen. So, jetzt habe ich hier was verschoben. Kann aber sonst auch nichts tun. Und hier sieht es fast so aus, als würde hier echt wer wohnen, ne? Da brennt sogar Licht innen. Aha, und jetzt können wir da rüber springen. Ach so, ja, ja, okay, okay. Dann habe ich ja doch was gemacht. Na dann. Das Tor von deiner Seite aus öffnen? Ich hab's gerade versucht irgendwie. Ach so, da ist auch noch ein Hebel. Okay. Dankeschön. Jetzt hätten wir die Chance gehabt, sie zurückzulassen. Verdammt. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Oh.
Verschlossen. Hier kommt jetzt sowas von nochmal zurück, ey. Überall sind verschlossene Türen, Bossarenen, wo keine Bosse sind. Das wäre sehr, sehr seltsames Map-Design. Ja, oder, ne, man weiß es ja nicht. Vielleicht waren mal andere Sachen geplant, die kurzfristig gestrichen worden sind. Aber eine andere Erklärung gibt es dafür eigentlich nicht. Vertrau mir. Vergiss die Tags nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Zum Beispiel gleich da. Bleib wachsam. Doch, geht's in Richtung Bahnhof. Ich bereue den Umzug zwar nicht, aber... Alles in Ordnung, Cloud? An die Slums werde ich mich nie gewöhnen. Ich bereue den Umzug zwar nicht, aber... Oh. Ob das Ganze zu einem Krieg da vorne beginnen, die Slums von Sektor 5... Die Slums von Sektor 5. Bisher waren wir immer in Sektor 7, was oder? Was ist da los? Wie viel gibt's denn? Hey! Ich war erst da beim Reinfall. Was werden diese Leute denn damit nur im Inneren von Makoreaktor verstecken? Stecken doch bestimmt mit Wutai und einer können? Decke. Und das, wo nach so langer Zeit endlich wieder Frieden das eingekehrt wohl war. Eingestürzte diese Kriminellen etwa einen neuen die Feuer scheinen bereits gelöscht ob worden zu sein. Ein Kopfgeld bekommt, wenn man die Verbrecher fasst. Sie da! Sie sind die Leiterin von Schillers Rüstungsabteilung, mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand! Darf ich Sie in um eine Stellungnahme bitten? Jetzt nicht! Die haben es nur auf die Reaktoren können abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht uns kurz passiert berichten, hier nichts. Wie die derzeitige Lage im Makoreaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche. Und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts! Ich... Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Also solche Szenen im Staatsfernsehen zu bringen, ist aber auch keine sehr gute Idee, wenn man so ein Faschistenregime ist, ne? So Polizeigewalt sollte man eher... Naja, außer man will so eine Atmosphäre von Angst erzeugen. Das könnte schon dann geplant sein. Aber Kameramänner angreifen ist nie eine gute Idee. Das kommt nie gut an. Naja, machen wir für heute Schluss. Morgen machen wir weiter. Und dann gehen wir mal zu Aerith Moda. Und dann kriegen wir was zu essen, eventuell. Na dann. Bis dann. Ciao.